Okay, mir ist aufgefallen, dass sich der Zustand. Sekunde. Mir ist aufgefallen, dass sich der Zustand der geistigen Gesundheit in der gesamten Mannschaft dramatisch verschlechtert hat. Eine äußerst beunruhigende und zugleich merkwürdige Angelegenheit. Weshalb ich diese Zeilen als eine erste Diagnose auf Papier festhalten möchte. Bei den folgenden drei Personen sind die Symptome besonders ausgeprägt. Dr. Barlow, Dr. Anderson und Frank Gilman, also bei uns, den ich seit Beginn dieser Probleme regelmäßig genau untersuche. Während der vergangenen beiden Nächte sind die oben genannten Expeditionsteilnehmer schreiend in ihren Betten aufgewacht, was sich demoralisierend auf den Rest der Mannschaft ausgewirkt hat. Als ich die Gelegenheit hatte, selbst mit ihnen zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass sie deutliche Veränderungen im Verhalten aufwiesen. Im Laufe der Zeit hat sich ihr geistiger Zustand extrem verändert. Mit genügend Aufwand konnte man sie dazu bringen, dass sie sich wie vollkommen andere Personen verhielten, was mich zu der Annahme führte, dass es sich dabei um eine Art multiple Persönlichkeitsstörung handeln könnte. Aber es ist noch zu früh für eine endgültige Diagnose. Bei anderen Expeditionsteilnehmern sind die Symptome zwar nicht so ausgeprägt und sie verhalten sich weitestgehend so, wie man es von ihnen erwartet, aber auch hier sind die Unterschiede deutlich erkennbar. Ihr Zustand verschlechtert sich jeden Tag und jeder, der diese Symptome aufweist, muss auf Herz und Nieren untersucht werden. Ich habe Dr. Faust darüber informiert und ihn vor den Konsequenzen gewarnt. Er wirkte besorgt, hat mich aber seitdem nicht mehr darauf angesprochen. Aufgrund der miserablen Wetterbedingungen ist es wohl extrem unwahrscheinlich, dass wir professionelle Hilfe von außerhalb erhalten und die betroffenen Personen fortschicken können, damit sie sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Was angesichts der Umstände das einzig Vernünftige wäre. If his coat is just right here, where is he now? Dafür brauchten wir den Schlüssel. Nein, aber auch. Okay. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir denn den Hebel her, den wir ziehen sollen? Radioraum, Meeting Room, das waren wir. Da sind wir aufgewacht gerade, genau. So. Das ist der Stromraum, da ist der Ausgang. Da vorne war nichts mehr, ne? Nö. Okay. Okay. Mal eben, Lebensquarters war nicht da. Ja, genau. So, Sekunde. Da ist er wieder. Für den Fall, dass das Gesicht gesehen werden möchte. So, hier haben wir nichts, ne? Ruhe. Ne, hier waren wir schon überall. Wir hatten doch irgendwo eine Kurbel gefunden. Ich bin doch nicht blöd. Wow. Ja. So, da waren wir doch auch, ne? Genau. Hallo, du, geht das nicht mehr?
Warte mal eben, das ist doch dasselbe, was wir bei uns im Zimmer haben. Wo war denn das nochmal? Kann ich mal hier raus? Danke. Nee, falsch. Oh, vollkommen falsch. Ja, ist okay. Danke. So, wo haben wir denn nochmal gelebt? Nee, nee, nee. Da. Ist das die Frequenz, die wir einstellen müssen? Das kann man sich vorstellen. This device. Ja, ja. Its noises are resonating in my mind. Okay. Ich glaube, wir haben ungefähr die richtige Frequenz. Ungefähr. Also nach Augenmaß, also nicht nach Hu. So sollte das sein. Also irgendwie müssen wir das hier reinkriegen, damit wir das hier aufkriegen, glaube ich. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Okay, ich komme überhaupt nicht weiter in dem Spiel, das muss ich auch mal sagen. Weil mir fehlen so ein bisschen die Inspiration. Ja, das weiß ich auch nicht. Okay, also ich glaube, wir gehen doch nochmal runter. Weil hier ist ja nur der Dingsraum. Genau, wir gehen doch nochmal runter. Aber wir haben keine Gegenstände mehr. Wir haben nur noch das Funkgerät und unsere Taschenlampe. Mehr haben wir nicht. Wo war nochmal der Aufzug? Ups. Nee. Ich hätte so gerne eine Karte. Da, ne? Infirmary. It's stuck. It's stuck. It won't open. Okay. Wir gerade haben das auch geschafft. Hör auf rumzumeckern. Oder ist hier irgendwas? Das war auch zu, ne? Genau. I'm lost. Ein bisschen. Have no inspiration. Wo war denn noch mal der Kackaufzug? Hier. Haben wir hier irgendwo was? Nee, wir bräuchten so einen Aufzugshebel. Aber wo kriegen wir den denn her? Achso. Machen wir eine Taschenlampe an, du Blödmann. Die Taschenlampe hat glücklicherweise unbegrenzte Batterie. Das finde ich sehr positiv. Okay, wir gehen nochmal nach unten. Genau. Das finde ich jetzt mal positiv.
So. Ich sollte, glaube ich, gleich mal was essen. Ich habe wieder Hunger. Okay, dann gehen wir mal gucken, was wir hier noch finden können. Also die waren ja alle zu. Einzige war jetzt hier und da war ein Aufzug. Aber da brauchen wir den Hebel für. Und da müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir den finden. Mach mal die Lampe an, Mann. Mach doch mal die Lampe an. Mach doch mal die Lampe an. Wir gehen jetzt einfach mal überall gucken. Upwaut. Upwaut Expeditionshandbuch. Schneider-Stiftung. Dankeschön. Helge! Sieht doch aus wie ein Technikraum hier. Hier haben wir auch schon mal reingeguckt. Locked. Das hätten wir noch irgendwie aufmachen können. Das funktioniert jetzt aber nicht mehr. Oh nein. Ah, super. Reading Contest is back again. JD. Genau. Dr. Faust hält sich äußerst bedeckt, wenn es darum geht, wie er auf die Idee für das merkwürdige Erkundungsgerät kam, das er bereits vor langer Zeit gebaut hat. Er ließ mir gegenüber... Matt? Kam, der gebaut hat. Er ließ mir gegenüber lediglich durchsickern, dass er verbotene und verloren geglaubte Schriften gefunden hätte, die von einem Gerät außerirdischen Ursprungs handelten. Jedoch verweisen auch die Quellen nicht auf die Existenz solcher Wesen auf der Erde. Beweise dafür finden sich lediglich in den Träumen mancher Individuen wieder, die regelmäßig ein bestimmtes alkaliartiges Kraut gekaut haben. Alkaliartiges, oh, Entschuldigung, tolles Wort, alkaliartiges Kraut ups, gekaut haben. Die Sitzungen im Tagungsraum, die dazu gedacht waren, unser Nervensystem an die fremdartigen Impulse der Maschine anzugleichen, waren zuerst beängstigend. Eine übermäßige Verwendung der Maschine führt den menschlichen Körper an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Doch nun, da ich mich an diese nichtmenschlichen Gefühle gewöhnt habe, kommt es mir so vor, als würde das Gerät meine Gedanken klären, damit ich mehr als je zuvor aufnehmen kann. Dass es sich bei der Sitzung um ein gemeinschaftliches Erlebnis handelt, ist jedoch das Eigenartigste daran, dass ich Eindrücke, Ideen und selbst Erinnerungen der anderen Teilnehmer erhalte. Für gewöhnlich schweifen meine Gedanken nach dem Ende der Sitzung ab und ich kann nicht klar denken, bis ich einige Stunden Schlaf abbekommen habe. Dieses merkwürdige Gerät verwirrt Körper und Geist, doch bin ich der Überzeugung, dass diese Erfahrungen von unschätzbarem Wert sind. Okay. Gucken wir hier nochmal rein, ob wir irgendwas vergessen haben. Ach, Ruhe. Danke. Oh, nee. Ich kann da nichts rausnehmen, nee. So. Ah. Das haben wir schon gehört.
locked. It's locked. Ja, habe ich verstanden. Locked. Ja, hier ist alles locked. Gibt es denn noch irgendwas anderes, wo wir hin können, außer diesem Baum? Uns angucken. Geht da jemand? Nee. War die Tür, ne? It's stuck. Geklemmt. It's stuck. Ja, vorhin hat die Tür auch geklemmt. It won't open. It's stuck. It's stuck. It won't open. Danke. Der Po. Danke. Der Po. It's stuck. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt diesen Hebel her? Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist im Moment mit dem Aufzug nach unten fahren. Oder ich habe mal wieder riesig was versäumt, was natürlich häufiger passiert. In solchen Spielen. Das Labor können wir auch noch nichts machen. So, also alles ist geschlossen. Wir können hier rein. Aber da war, glaube ich, jetzt nichts zu finden. Oh, wir haben kein Licht. Also, wir müssen jetzt irgendwo, müssen wir so ein Händel finden. Für den Aufzug. Weil wir haben keine Schlüssel. Wir haben nichts zum Öffnen irgendwelcher Türen. Locked. Genau, alles ist locked. Da was drin? Und das ist ja auch zu. Wir gehen noch mal eben kurz. Mal eben. Okay. Gehen wir mal eben kurz zu dem Generatorraum. Hier war nichts, ne? Doch. Mal gucken, ob da was zu finden ist, okay? Genau. Ansonsten sind wir umgeschmissen. Das nochmal da unten. Vielleicht haben wir im Generatorraum noch irgendwas übersehen, was wir hätten sehen sollen oder was wir mitnehmen können. Danke. Ja, ich weiß, dass ich da rein kann. Du doch, dass wir was übersehen haben. Wir haben einen Schlüssel. Freunde des... Oh, ich bin sofort wieder da. Sekunde. Freunde des eleganten Geschmacks. So. Guck mal. Nee, ne? Och, Alter. Das alles... Wir können was lesen.
danger. Ja, okay, dann lesen wir noch mal ein Stündchen. Gut. Nee, ne? H.P. Lovecraft, At the Mountains of Madness. Genau. Die Geschichte hier basiert auf diesem Autor H.P. Lovecraft. Ja, wow. Berge des Wahnsinns, verfasst von H.P. Lovecraft. Die Geschichte erzählt die Ereignisse um die verhängnisvollen Antarktis-Expeditionen der Miskatonic University in den 1930er Jahren. So. Der Protagonist William Dyer, ein Geologieprofessor an besagter Universität, versucht eine geplante und publik gemachte wissenschaftliche Expedition Antarktika zu verhindern. Du hast eine Trophäe gefunden. Ja, das lieb. Aber ich hätte gerne einen Händel gefunden, um den Aufzug zu betätigen. Wie wär's denn damit? Sekunde. Nur eben mein Bein einwinkeln. Sonst schläft es mir weg. Toll. Was? Ach so, ja, danke. Wir haben immerhin eine Trophäe. Gut, wir sind zurück und haben eine Trophäe. Ich möchte es nochmal betonen. Achso, das war das mit dem Stromgenerator. Das haben wir schon. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Danke für den Hinweis. War sehr ergiebig, das Ganze. Machen Sie mal die Tür zu. Das zieht. Ja, da möchte man doch fluchen. Anderes Gebäude? Nee, ne? Das war der einzige Eingang, den wir haben. Ja. Oh. Wir müssen nicht ganz so langsam gehen, weil wir könnten erfrieren. Oh. Ach, Alter. Geh doch mal richtig rauf, ja. War hier noch was? Nein. Super. Ja, dann sind wir wieder zurück. Da schütten wir uns nochmal einen Kaffee ein für. Man nehme etwas Milch. Ja. Danke. Das ist, wenn man die Sachen nicht an Ort und Stelle stellt, dann tapst man so im Dunkeln rum. Ja. So. Haben wir denn zufällig irgendwas mit Aufgaben? Warte mal eben. Tagebuch. Nee. Unfortunately, you wanna. Nach mehreren verschwundenen Albträumen. Wir suchen eine Expeditionstruppe geben. Stellt mir raus, was hier vor sich geht. Ja. Das ist klar. Die Frage ist jetzt, was? Wir müssen irgendwas finden, entweder um Türen zu öffnen, weil wir haben eine Tonne verschlossener Türen. Oder bei Radio Shack. Ja gut, das konnten wir alles nicht mitnehmen. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. Elektronische Störung? Warte mal eben. Wir können doch den Generator ausmachen, aber dann kriegen wir die Tür nicht mehr auf, ne? Das war das Problem, ja. Gucken wir eben. Upsi. Wir gehen nochmal zurück, wir gucken mal eben. Weil das sind die einzigen elektronischen Disturbance, die wir haben. Hm.
Ja, die Spannung steigt. Die Verzweiflung steigt eigentlich eher als die Spannung. Oh. Er hat denn da die Tür aufgelassen? Wer war denn da so blöd, böse? Nee, ich dachte, die können wir wieder ausmachen. Nein. Ja. Kommen wir da rein? Nope. Winter kommt auch bald, genau. Hier ist er schon da. Der Winter kommt bald. Das ist sehr richtig, Finn. Jawohl. So. Ich habe momentan keine Idee, weil mir nichts... ich wüsste nicht, was wir jetzt machen sollen. Das ist das Problem. So, wir können noch mal... Da waren wir jetzt gerade. Da oben. Kriegen wir nichts hin. Okay, wir müssen jetzt noch mal die Räume durchsuchen. Und das geht nicht. Wir müssen irgendwo was übersehen haben. Schlüssel. Irgendwas. Ein Werkzeug. Locked. It's locked. So, hier haben wir das. If his coat is just right here, where is he now? Okay. Wow. Hier waren nichts drin. If his coat is just right here. Ja, du erzählst immer dasselbe. Den, ja, aber den können wir nicht mitnehmen. Und das ist ja die Vermutung, dass das der Mann ist, den die Leute in den Träumen gesehen haben. His coat is just right here. Where is he now? Hm. Locked. So, die hatten wir schon, ne? Okay. Wir müssen jetzt einfach nur noch... Okay, jetzt gehen wir noch die Crew Rooms. Rooms nochmal. Gucken. Ob wir irgendwas vergessen haben. Aber ich meine, ich habe alle Schubladen, aber ich habe gerade auch nicht geguckt. Nee, das geht. Das war das Bild vom Kind, genau. Okay. Gehen wir zum Kollegen. Achso, das war der Schmetterling. Ja, der war jetzt auch besonders berauschend. Das war nochmal ein Bild, genau. Nee. Diese Gargelbrille. Hier hat man einen Brief gefunden, genau. Und das war's schon, ne? So, die zwei können wir nicht öffnen. Oh, warte mal, ist hier auch ein Schlüssel versteckt? Ich habe den übersehen. Painkiller. Ach, oh, nö. Die waren zu, ne? It's locked. Ja, it's locked. Lockt mich nochmal weg, Alter. Irgendwie aus wie ein Maurer. Keine Ahnung. Oh. Achso, ja. Und da war ja noch die Schöne und das Biest. Genau. Da hinten was drauf? Ich vergesse eigentlich immer hinten zu gucken. Nee. So, hier haben wir einen Text gefunden und ein paar Handschuhe. Sagen wir mal Handschuhe. Wir nennen sie mal Handschuhe. Ja. Quatsch, komm her. Nee. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ich habe Ihnen ein paar neue Hände mitgebracht. Können Ihre alten gerne schon mal vor die Tür stellen, so wie man Schuhe früher vor die Tür gestellt hat, zu putzen. Wir machen das schon für Sie. Ich finde ja schön, dass man so viele Dinge hier anfassen kann. Ich finde, mag sowas ja in Spielen immer. Ja, aber das ist es. Hier ist nichts. So, dann gehen wir noch mal in die Privaträume der... Ja, genau. Das ist die Tür nach draußen.
So, und hier konnten wir nur zwei Räume öffnen. Genau, nämlich die beiden. Die anderen zwei waren verschlossen. Locked. Dr. Faust, Frank Gilman, das bin ich. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Taschenlampe? Hä? Locked. Ja, hier ging ja nur eine Tür, richtig, nämlich die. Da haben wir dieses merkwürdige Rätsel drin, genau. Und das konnten wir vorhin nicht öffnen, da hieß es, es klemmt. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Da passiert irgendwas. Und dann muss das aufgehen, aber... Ich habe keinen blassen Schimmer. Gigantische Ruinen der uralten Stadt. Gigantische Stadt, Berg des Wahnsinns. Achso. Irgendwas drauf? Fragezeichen. Fragezeichen. Licht, Gleichung, Fotorezeptoren, Licht, Servomotoren. Ja, das hilft mir ungemein weiter. Ja. Finn, dankeschön. Ich mag deine Livestreams. Das ist aber sehr nett. Dankeschön. Ich gucke nicht so oft in den Chat. Das tut mir mal leid, weil ich jetzt gerade konzentriert bin. Und da normalerweise bei mir nicht so viel gechattet wird, wenn Leute mal rein und wieder rauskommen, sehe ich das leider häufig zu spät. Deswegen sorry für den Fall, dass du noch da bist. Genau, danke. Ich denke mal, das ist jetzt ziemlich blöd, aber ich glaube, das ist die Lösung. 3,8. Fragezeichen. Licht. Gleichung. Fotorezeptoren, Licht, Servomotoren. Ja. Ach, das verändert die Optik des Bing, 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 Bing. Okay. Nur welche müssten wir kriegen? Das wäre die Frage. Wir gehen nochmal zurück in dem anderen. Oh. Wo bin ich denn da? Das ist das einzige, was noch geht, ist das. Ein leerer Schrank. Danke. It's locked. Ja. Du bist auch gleich locked, Alter. Okay, wir gucken nochmal in dem Raum, in dem wir aufgewacht sind, wo wir gerade angefangen haben. Da gibt es ja auch diesen Frequenz-Otto. Nee. Achso. War mit dem Ding, das klappt ja nicht. So. Jetzt ist natürlich blöd, dass wir da nicht drauf gucken können. Und
Das sind nur Texte. Gucken wir eben bei Geheimnissen. Wie viel haben wir? 2. Ja, das ist ja super viel. Ja, die Figur haben wir, aber die sagt uns ja auch nichts. Dokumente, das ist das, was wir immer finden, genau. Und das ist unser Tagebuch. Jetzt ist die Frage... Machen wir mal die Tür zu, genau. Ist das jetzt der... Ich habe da schon 30 Mal reingeguckt, ne? Ja. Ist das jetzt quasi die Frequenz, die wir finden müssen? Oh. Was machen wir eigentlich mit unserem blöden Handschuh? Ich habe immer noch nicht begriffen. So. Also ist das die Frequenz, die wir einstellen müssen? Mach mal im Foto. Upsi. Ach da. So. Jetzt gehen wir mal zurück und gucken, ob wir das eingestellt kriegen. Das wäre das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was ich machen kann. Sonst müsste ich gleich echt anfangen. Weil unten kommt man nirgendwo weiter. So langsam kenne ich mich hier in dem Gebäude aus. Das finde ich auch ganz positiv. Jetzt müssen wir mal gucken. Das so langsam? Oder ich hätte das filmen sollen, nicht blöd, Mann. Müsste ungefähr hinkommen. Man bewegt sich das da drüben auch? Oder blinkt das noch? Oder ist das... Nee. Da war ich tisch. Juhu. Coming. Nee. Life's like a butterfly. Ah, guck mal. Warte mal. Eigentlich habe ich das Spiel nicht so dunkel gestellt, wie die das beschrieben haben, Alter. Da würdest du gar nichts sehen in dem Spiel. Immer im Video auf, Sekunde. So. Jetzt ist die Frage, ist das hier oben, also an dem Pin hier unten, ist das, wo das hin muss? Ich denke schon, ne? Also hier schräg rauf. Oh. Aber wir können mal speichern, fällt mir gerade auf. Genau. Erfolgreich unter Slot 6 gespeichert. Oh, Slot, give me guidance. My dear Slot. So.
Nee. Der Radio Shack. Nö. Da ist jetzt aber einer falsch gelaufen. Huhuhu. Huhu. Nee. Und im Stumm schalten über mein eigenes, jetzt höre ich mich über mein Handy, super. Hallo, du sollst nicht das Bild nehmen, du sollst das Video nehmen, du Penis. Glaube ich noch langsamer. Ich habe keine Ahnung. Auch keine Hinweise, ne? Wofür habe ich eigentlich diesen merkwürdigen Handschuh? Ich habe es nicht begriffen bis jetzt. So. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll, ne? Das Einzige, was wir noch machen können. Der Rest ist alles abgeschlossen. Hä? Ich habe eine Notiz gefunden. Wo habe ich die denn gefunden? Eine Ecke? Der nützt ja nichts. Ich brauche einen Schlüssel. Für Türen. Gibt es keinen Generalschlüssel? Gibt es hier keinen Hausmeister oder sowas? Muss einen Generalschlüssel geben für solche Vereinheiten, Facilities, wollte ich schon sagen. Solche Dinge. Oh. Was haben wir jetzt gefunden? Ah, da. Heute konnten wir die Pflanze Saheti unter der Leitung von Dr. Faust mit teuflischer Präzision sicherstellen. Teuflisch, teuflisch. Achso, machen wir mal Licht an. Danke. Dann ist auch heller. Wie ein Mensch im Moment des Sieges sein Gesicht auf solch eine schreckliche Weise verziehen kann, ist mir ein Rätsel. Seine pechschwarzen Augen leuchteten in der absoluten Dunkelheit der vormenschlichen Katakomben. Es ist schwer, sich das überhaupt vorstellen zu können. In dieser flößenden und erstickenden Atmosphäre zitierte er lauthals Passagen, die vermutlich dem berüchtigten Necronomicon entstammen. Och nö, Necronomicon ex mortis, super. Das um 700 vor Christi von Abdul al-Hazred, dem verrückten Araber, verfasst wurde. In diesem Augenblick übermannte uns die Angst. Die Ereignisse spielten sich wie in einem Theaterstück ab, in dem eine einzige Person sowohl die Rolle des Regisseurs als auch die des alleinigen Darstellers übernahm. Da sprach niemand auch nur ein Wort, aber an ihren Gesichtern konnte man deutlich ihre Stimmung ablesen. Wir waren uns alle einig, dass das gerade erlangte Wissen
nicht von dieser Welt war. Über diese Haiti habe ich noch nicht genügend Informationen, um eine fachmännische Meinung abzugeben. Ich werde sie in den kommenden Tagen weiter studieren und meine Erkenntnisse dann auf Papier festhalten.